Was soll denn das? Schade. Und dabei war ich eben so gut bei Stimme. Hey, ich bin kitzlig. Was soll denn das? Wer macht denn da das Licht aus? Who puts the lights out? Dana. Now, ladies and gentlemen, I present you London Pop News from Joe Berger. Ach, ist französisch Stufte. Hallo Joe, was gibt's Neues? 3, 2, 1. London Pop News, here comes the London Hotline, the hot news of today, the latest from the hotline, from Disco 71. Tja, hallo liebe Freunde, willkommen zu London Pop News. Und wir haben heute für... Yeah, this is Tony Hicks, the Holly. We're going to be doing a concert in East Berlin. Was? Die Holly spielen in Ost-Berlin? London Pop News, Pop News. Ja, und die junge Dame, die ich hier bei mir habe, ist auf dem besten Wege, ihr Flugzeug zu verpassen, da sie zu lange in Londons Geschäften umhergebummelt hat. Aber ich glaube wohl, jedes Mädchen bummelt gerne in London. Und nicht nur Dana. Good job you came along, otherwise I would have missed this plane. Yeah, ich hoffe, dass wir was schaffen. Was hast du denn hier so lange in London gemacht? Oh, I went round the shops to some beautiful spring fashions. Yeah? Gibt's was Interessantes Neues? I'll tell you. Trying to find what's here. Tja, ich sehe, du scheinst ja eifrig zu suchen. Und Dana, was gibt's Schönes in der Frühlingsmode 1971 für die Disco 71-Zuschauer? Also, hier trage ich ein Samtkleid in gemischte Rosefarben. Und dazu passt ein Samthalsband mit Ledergürtel und Pariser Schmetterling. Na, und wie gefällt euch das dann? Ein Midi-Kleid mit zupassender Bolero in Lila und Weiß. Und jetzt haben wir hier als nächstes ein viel gefärbter Filzrock mit Bolero und braune Bluse. Na, sehe ich jetzt nicht ein bisschen wie Emma Peel aus? Übrigens, diese Emma Peel-Kluft nennt sich Knickerbocker-Suit. Dazu passt gut diesen Midi-Mantel mit außengestichten Mustern. Was hast du denn sonst alles gemacht? I went sightseeing. Und da sich Dana in London verliebt hat, muss sie sich alles jedes Mal wieder aufs Neue ansehen. London by day is romantic and gay in a way that's like no other city. London is gold, London town is a glow. It's a show that's unending and witty. And the stars and the dolly girls. All the new London stars and the dolly girls. So beguiling. In diesem kleinen Häuschen, da habe ich meine Kindheit verbracht. Und da, hinter dem Fenster, da war ich geboren. Aber jetzt kenne ich die Leute gar nicht, die darin wohnen. Und bei einem anschließenden Besuch im Schallplattenladen bewies Dana, dass sie sich nicht nur für Popmusik interessiert. Ja, wenn ich zu Hause bin, bin ich ganz anders. Da höre ich am liebsten klassische Musik. Am besten Mozart. There's not much news in here. Have you got any news? Tja, und ich kann also auch recht zuversichtlich sein. Dana hat ihr Flugzeug bekommen, alles war pünktlich. Somit blieb mir nur noch eins zu sagen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, hier sind noch mehr Pop-News aus London. All the best und bye bye. Ja, also Dana hat natürlich ihr Flugzeug noch rechtzeitig erreicht, denn sonst wäre sie ja nicht in unserer Sendung gewesen. Gelle? Was denn so heißt, auch das. Ja, also... Ah.
coming back. Doobie-doo, doobie-doo. Umwerfend. Dana, vielen Dank für alles. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Denn bei mir liegen Sie richtig.